Moin, moin, liebe Freunde der alternativen Klemmbausteine. Da bin ich endlich wieder aus dem Urlaub zurück, aus Norwegen. Ich habe jetzt, ich glaube, 4 Wochen kein Video aufgenommen. Es fühlt sich so an, als hätte ich ein Jahr nicht vor der Kamera gesessen. Ich habe für den Tag heute ein Set von Gaumisi mitgebracht. Ein Hersteller, der meines Erachtens ganz neu auf dem Markt zu sein scheint. Und zwar die Setnummer T2013, der wunderschöne Triceratops. Das Set oder die Sets des Herstellers Gaumisi, die gibt es bei keinem deutschen Händler und auch bei den bekannten China-Händlern bekommt man das Set bisher nirgendwo. Wenn ihr euch das kaufen wollt, dann bekommt ihr das bisher nur über AliExpress. Da habe ich mir das Set auch vor meinem Urlaub noch gekauft, also es lag jetzt schon ein paar Wochen bei mir rum. Jetzt habe ich es in den letzten Tagen mal aufgebaut und ich habe das damals für 73 Dollar gekauft. Das sind umgerechnet ungefähr 62 Euro. Dafür bekommt ihr 2116 Teile. Eine UVP in Deutschland kann ich euch nicht nennen. Ich weiß nicht, wann das hier nach Deutschland kommt oder ob es nach Deutschland kommt, ob sich dieser Hersteller etablieren kann. Wir schauen gleich mal, was ich so an Erfahrungen beim Bau dieses Sets gemacht habe und wie die Steinequalität bei dem Hersteller ist. Wenn ihr ein bisschen was über Gaumisi wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gibt es da schon andere Sets? Ich kenne jetzt nur diese Dino-Reihe nach meinen 5 Minuten Recherchen, die ich angestellt habe. Also es gibt neben dem Triceratops auch noch einen T-Rex, wenn ich mich nicht täusche, und einen Spinosaurus. Ja, 2116 Teile, 100er Teilepreis. Wenn man den China-Preis nimmt, dann liegen wir hier bei 100 Teilen 2,92 Euro. Ein Teil umgerechnet 3 Cent. Bei 2000 Teilen ist man ein bisschen beschäftigt. Und ich muss vorab sagen, wenn ihr keine Nerven aus Drahtseilen, ne Stahlseilen, sagt man, ne? Nerven aus Stahlseilen, wenn ihr keine strapazierfähigen Nerven habt, dann ist dieses Set vielleicht nicht unbedingt was für euch. Denn hier vorne bei dieser Platte, da komme ich gleich drauf zu sprechen, da bin ich fast verzweifelt. Also es ist nichts, was der kleine Lütz mit 6 Jahren vielleicht bauen könnte, beziehungsweise könnte er schon und vorne hier hilft man dann ein bisschen. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal zeige ich euch diesen schönen Dinosaurier, denn am Ende, wenn er im Regal steht und dafür ist er gedacht, als Displaymodell, dann sieht das Set, finde ich, wunderbar aus. Der wird den Indominus Rex da hinten mit Sicherheit gut ergänzen. Der ist von einem anderen Hersteller, den habe ich euch schon vorgestellt, von Panlos und hier ein ganz neuer Hersteller. Viele Braun verwendet, beziehungsweise korrigiert mich, wenn ich falsch liege, obendrauf Braun, dann haben wir hier ein bisschen Reddish Braun, dieses hellere und Dark Orange, wenn ich mich nicht täusche, also drei sehr braunartige Töne und natürlich hier ein bisschen Tan. Ich finde, das ergänzt sich alles ganz gut. Im Gesamtbild sieht der super aus. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr wackel oder irgendwo hier vorne dran stoße, denn das ist ein bisschen wackelig und wenn es abfällt, ja, dann habe ich ein großes Problem. Dann ja, ist das Geheule bei mir groß, weil dann muss ich das irgendwie wieder hier in mühselige Arbeit zusammenbasteln und das war echt nervig. Hinten haben wir dann, oh, er bewegt sich schon, vielleicht nehme ich den am besten mal von der Baseplate runter. Der ist hier leicht aufgenobbt. Ich mache den mal ab und dann zeige ich euch vielleicht gleich auch nochmal die Baseplate. So, hier hinten hat er seinen Schwanz, da sind die einzelnen Glieder beweglich, die sind mit so Balljoints befestigt, die drei hier jeweils mit zwei Balljoints, das heißt, die könnt ihr nur nach links und rechts schwenken. Die hinteren sind dann jeweils mit einem Balljoint befestigt und lassen sich auch in der Höhe etwas neigen, vom Gewicht her hier ein bisschen zu schwer, das hält nicht ganz, aber das passt auch so eigentlich ganz gut. Hier vorne lässt sich noch der Hals neigen. Ich packe das hier mal beiseite, dann kann ich den vielleicht auf den Tisch stellen. Ich muss nämlich ein bisschen aufpassen. Ich will hier vorne am Kopf nichts kaputt machen. Der Hals lässt sich noch ein bisschen neigen. Ihr könnt den nach oben und unten bewegen. Nach links und rechts habt ihr aber auch hier keinen Spielraum mehr. So, ich muss das Bein ein bisschen festhalten, weil der macht sich hier ein bisschen selbstständig. Ihr seht es vielleicht. Die Beine bestehen hier vorne jeweils aus zwei Gliedern, auch mit so einem großen Balljoint befestigt. Das heißt, es ist hier ein bisschen Flexibilität drin, wie ihr das Bein drehen wollt. Und unten der Fuß, der lässt sich dann auch nochmal
ein bisschen knicken, ist dann begrenzt durch die Steine. Also einmal lässt er sich hier knicken, ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Wenn ihr den gerade auf den Tisch stellen wollt, könnt ihr höchstens mit den Beinen hier ein bisschen die Position anpassen. Man könnte die Beine hier vorne auch, ja, nee, man kann sie nicht runter machen, weil hier sind wir auch limitiert durch die Steine, wie weit wir es knicken können. Ja, man könnte ihn vielleicht so noch hinsetzen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will das Gewicht nicht hier auf diesen Panzer oder auf diese Platte legen, weil dann habe ich ein bisschen Angst, dass der abbricht. Denn der Panzer vorne, es hat vielleicht auch einen Namen. Also ich kenne mich jetzt nicht so super mit Dinosauriern aus. Das Ding hier hat ordentlich Probleme beim Zusammenbauen gemacht. Also nicht beim Zusammenbau dieser Platte im Allgemeinen, sondern beim Anbringen an dem Kopf am Ende. Das ist nämlich alles nur an einem Balljoint jeweils befestigt. Also man kann sich das vorstellen, dass das hier, man sieht es auch, in der Mitte ist es getrennt, so ein bisschen leicht gefaltet. Und dann sind hier unten jeweils nochmal an den Seiten kleine Anbauteile dran. Und die linke und rechte Hälfte ist jeweils an einem Balljoint hier am Kopf befestigt. Und hier unten, das kann man schlecht erkennen, damit wir das halt ein bisschen falten können, sind so, ja, wie die sind halt diese Scharniere, oder nein, nicht diese Scharniere, das sind, ja, wie soll ich sagen, das sind diese Stangen und dann ist da was dran geklipst mit mehreren. Ich bin schlecht im Beschreiben, ich weiß gerade nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall hält diese Konstruktion hier im Gesamten nicht so gut, dass ihr das einfach an diese Balljoints ranklippen könnt, also dass ihr die Bälle in die Aufnahme stecken könnt. Dabei ist mir dieser ganze Krempel hier x-mal auseinandergeflogen. Ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe wirklich, ohne zu lügen, bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich das hier alles dran hatte, wie es dran sein sollte. Ich bin wirklich fast verzweifelt. Deswegen meine Aussage vorhin, wenn ihr diesen Dino bauen wollt, braucht ihr eventuell Nerven aus Stahlseilen. Eigentlich sollten hier an der Seite, ganz unten, ich nehme das vielleicht ein bisschen näher ran, hier, wo mein Finger hin zeigt, da seht ihr vielleicht noch eine graue Noppe. Da sollte eigentlich noch so eine halbe 2x2 Fliese dran, dieses Dreieck. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Weil ihr seht vielleicht, wie wenig Platz da ist. Das eckt hier direkt an der Wange schon von dem Dino an. Also so wie es in der Anleitung dargestellt ist, kriegt man oder kriege ich diese dreieckige Plate da nicht, oder dreieckige Fliese, da nicht mehr dran. Vielleicht habe ich mich da auch irgendwie ein bisschen an irgendeiner Stelle verbaut, aber dann hätte ich das natürlich auf beiden Seiten falsch gebaut. Deswegen, ich weiß nicht ganz, ob das vielleicht in der Anleitung ein bisschen abweichend ist als tatsächlich dann in der Realität. Denn in der Anleitung, das zeige ich euch vielleicht gleich auf dem Titelbild auch noch, ist auch der Schwanz hier hinten nach oben weggebogen. Das geht aber auch nicht, weil wir ja hier limitiert sind. Da wir hier diese drei Teile jeweils mit zwei Balljoints befestigt haben, können wir die nicht nach oben neigen. Wir können das letzte Stück höchstens nach oben neigen. Dementsprechend auch da in der Anleitung eine kleine Abweichung als die Realität. Und es gab noch eine kleine Abweichung in der Anleitung, und zwar hier vorne bei den Hörnern. Die sind auch jeweils mit einem Balljoint befestigt. Diese hier, zwei Stück. Die halten so semi, ja. Der linke hält so ein bisschen besser als der rechte. In der hohen Position geht es. Wenn ich die ein bisschen runterneige, dann fällt der rechte hier, also von mir aus rechts, der hier, der hat ein bisschen mehr Kraft. Die soll man in der Anleitung zweimal bauen. Also da ist dieser Bauschritt in der Anleitung. Dann steht einfach zweimal. Man baut das hier zweimal. Und dann seht ihr auch vielleicht an diesem Slope hier oben, das ist halt dieser abgerundete Slope. Dadurch, dass man das zweimal baut, hat man halt zweimal diesen gleichen Slope in die eine Richtung abgerundet. Am Ende, wenn man diese zwei Hörner aber anbringen soll, ist in der Anleitung sind zwei verschiedene Hörner abgebildet. Also da ist der Slope einmal links abgerundet und einmal rechts abgerundet. Das funktioniert aus meiner Sicht auch nicht. Also da ich ja zweimal eins zu eins wirklich genau das gleiche baue, nutze ich natürlich auch zweimal diesen Slope. Das sind auch die einzigen Slopes dann, die dabei sind. Es gibt keinen weiteren Slope, der in die andere Richtung geht. Aber in dem Bild, wo die angebracht werden, ist dann auf einmal ein Slope in die andere Richtung abgerundet. Das ist natürlich, wenn man genau hinguckt, sieht es ein bisschen blöd aus. Wäre natürlich schöner, wenn der andere auf der anderen Seite abgerundet wäre.
Aber ganz ehrlich, so ein Dino, da sah natürlich auch jeder anders aus, jeder Dino. Jedes Horn war da auch anders. Da war auch nicht alles symmetrisch. Von daher ist es aus meiner Sicht nicht ganz so schlimm, dass die Hörner in dem Fall hier die Abrundung oben in die gleiche Richtung haben. Abgesehen von der Platte ließ sich der Rest aber super gut bauen. Sind hier keine Gobrix-Teile verbaut? Es ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Die Teile sind absolut in Ordnung, haben ausreichend Klemmkraft, bis auf, wie hier gezeigt, so dieser Balljoint, der könnte ein bisschen strammer sein, aber die Klemmkraft der Steine war durchweg in Ordnung. Und ich glaube, das sind auch die gleichen Steine, wie bei DK verwendet werden, weil ich meine, ich habe ein Foto gemacht, ich blende das mal ein. Da sind diese 1x4 Bricks drin, die unten keine Tubes haben, also keine Röhren, sondern so Pinne, also nicht rund. Die Tubes sind da einfach nicht rund. Die hatte ich auch zuletzt bei dem Frostmourne, was da hinten steht, von DK. Aber das sind alles hier keine Gobrix-Steine. Aber trotzdem wäre ich damit zufrieden. Ließ sich alles gut bauen. Wenn ihr das vielleicht eurem Kind oder wem auch immer gebt, dann hier vorne auf jeden Fall helfen und ein bisschen Geduld und ein paar Nerven mitbringen. So, ich stelle den mal beiseite. Hier vorne muss man ein bisschen aufpassen. Hier hinten bei dem Chicken Wing, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt, also die hinteren Läufe, die bestehen aus einem Teil. Die kann man natürlich hier auch nach vorne und nach hinten neigen. Minimal zur Seite, da ist aber natürlich auch der Spielraum begrenzt durch die Steine, die hier irgendwann anecken. Da könnt ihr euch den Dino dann so ein bisschen zurechtstellen, wie ihr möchtet, wenn ihr den nicht auf die Baseplate stellt, die dabei ist. Ich stelle den mal hier beiseite, ein bisschen aufpassen, dass er mir nicht zusammenklappt. Und dann nehme ich mal die Baseplate in die Hand. Da habe ich gerade schon einen Grashalm abgerissen. Der kommt ungefähr hier irgendwo dran. Ich weiß nicht genau, aber hier ungefähr müsste es sein. Das ist die Baseplate, die dabei ist. Da vorne steht nochmal drauf Triceratops. Das ist ein Aufkleber übrigens. Also das ist der einzige Aufkleber im Set. Wir haben hier vorne nochmal die Augen von dem Triceratops links und rechts auf einem gelben runden 1x1 Fliese. Das ist ein Print jeweils. Also nur hier vorne auf der Plate ist ein Aufkleber. Ansonsten, die Fläche ist hier gefliest mit großen, teilweise großen 6x6 Fliesen in Reddish Brown, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ja, korrigiert mich. Und auch kleineren Fliesen. Da kann man den draufstellen. Ihr seht es, hier vorne sind jeweils Noppen, um die Vorderbeine aufzunoppen. Die Hinterläufe stehen dann einfach frei hier hinten irgendwo drauf. Ihr könnt natürlich aber auch irgendwo anders hinstellen, wo ihr das möchtet. Ich werde ihn hier draufpacken, dann wird er bei mir da hinten im Regal landen. Da gehört er auch hin, denn zum Spielen ist das Set, wie ich gesagt habe, nichts. Zu wackelig, also beziehungsweise nicht zu wackelig, aber wenn es einmal auseinanderfällt, dann viel Spaß beim Zusammenbauen. Was mir beim Bau aufgefallen ist, die Steine sind alle in Tüten, also es gibt 8 Bauabschnitte, sind alle in ihre Tüten gepackt, wie man es kennt. Aber man kennt es eigentlich so, dass kleine Steine einzeln in Tüten gepackt sind, dann so mittelgroße Steine und dann ganz große Steine, große Plates und sowas sind dann immer separat in irgendwelchen Tüten. Hier ist es nicht so. Hier sind die Steine zwar auch in einzelnen Tüten, je Bauabschnitt, aber teilweise sehr große Fliesen oder sehr große Plates mit ganz kleinen Teilen gemischt. Das heißt, wenn ihr das dann am Ende auf irgendwelche Teller packt oder in irgendwelche, was auch immer, Kisten oder so, um das ein bisschen sortiert zu haben, müsst ihr noch nachsortieren, weil die ganzen Steine hier einfach willkürlich durcheinander gemischt sind und nicht, wie man es sonst bei vielen oder beinahe allen anderen Herstellern kennt, irgendwie zumindest so grob nach Größe sortiert. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine 1x1 Fliese sucht, dann heißt das nicht gleich, dass die auf dem Teller ist, wo ihr die kleinsten Steine draufgekippt habt. Es kann durchaus sein, dass das dann mit in der Tüte war, wo eine 6x6 Plate mit drin war oder ein 1x8 Brick. Also das ist willkürlich durcheinander. Das Wichtigste habe ich fast vergessen hier bei dem Dino. Wir haben nämlich eine wundertolle Funktion, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil sie bei mir nicht funktioniert. Und zwar ist hier ein Light Brick mit verbaut, also ein Stein, der leuchten kann, der ist hier vorne in dem Kopf drin. Wenn man den Mund aufmacht, sieht man ihn vielleicht. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, den nochmal auszubauen, um euch den zu zeigen, weil ich dann hier alles auseinandernehmen muss und da habe ich keine Lust zu und ich gucke gerade, man sieht ihn nicht. Ach, schade. Der sitzt auf jeden Fall hier hinten
Am hinteren Teil des Kopfes ist ein 2x3er-Stein. Innen drin ist eine LED verbaut und zwei ganz kleine Knopfzellen. Und von oben müsst ihr was reindrehen. Da ist dann diese tolle Achse dabei, auf der hier so ein Zahnrad drauf ist. Die gehört hier eigentlich in den Kopf rein. Dazu muss ich mal die Hörner, ja, abreißen geht auch. Das war eigentlich nicht Sinn der Sache. Die Hörner muss man so ein bisschen beiseite machen. Dann kann man hier oben, das zeige ich euch vielleicht, ich hoffe, das erkennt man, wenn der Autofokus mitspielt. Da ist die Aufnahme für die Achse und da seht ihr das vielleicht auch so ein bisschen in Trans Clear, diesen Brick noch oben. Da wird diese Achse reingesteckt und dann dreht man die so ein bisschen rein. Vielleicht mache ich das zweite Horn auch noch eben ab. Dann dreht man die rein und dann gehen zwei Plättchen, die in dem Stein sind, zwei Metallplättchen. Die stehen normalerweise so übereinander und wenn ihr von oben dann diesen Pin reindreht, dann gehen die so aufeinander. Dann ist, ne, der Stromkreis geschlossen. Und dann sollte hier vorne der Stein in Rot leuchten. Tut er bei mir nicht, habe ich im Vorfeld schon gesehen, weil ich es natürlich mal ausprobiert habe. Wahrscheinlich waren die Batterien schon leer oder die Batterien sind schon leer, weil diese Plättchen bei mir schon von Anfang an aufeinander lagen. Also eigentlich in Ausgangsstellung sind sie so, es fließt kein Strom. Bei mir ist das Set angekommen, die Plättchen lagen schon die ganze Zeit aufeinander. Dementsprechend hat das Ding da Wochen durchgeleuchtet und jetzt sind die Batterien da drin leer. Man kann sie austauschen, man kann diesen Brick aufschrauben. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt keine Lust gehabt habe. Und ganz ehrlich, warum muss ich hier vorne einen rot leuchtenden Mund bei dem Dino haben? Kann ich jetzt nicht demonstrieren, weil es leuchtet nicht. Und ich finde es auch ein bisschen unelegant, dass hier dann eigentlich so ein Pin im Kopf steckt. Ich mache mal die Hörner wieder dran, dann seht ihr ein bisschen, wie beknackt das aussieht. Finde ich jetzt nicht so elegant gelöst und ich brauche diese Funktion nicht. Wollte ich aber dennoch erwähnen, weil natürlich dieses Produkt mit dieser tollen Funktion beworben wird. Warum auch immer. So, jetzt seht ihr hier oben ist diese Achse da drin mit dem Zahnrad. Sieht ganz schön beknackt aus. Dementsprechend drehe ich das wieder möglichst weit raus, damit hier die Plättchen eigentlich nicht übereinander liegen. Und hau das Ding weg. Brauche ich nicht. So. Zur Bauanleitung. Bauanleitung war eigentlich 1A. Die ist so schon. Bisschen dicker, 2000 Teile halt. Und hier vorne seht ihr diesen Light Brick auch nochmal drauf. Ich hoffe, man erkennt das. Hier leuchtet er zwar blau, bei mir hat er aber noch ganz, also wirklich, er hat noch ganz leicht geleuchtet. Wenn man genau hinguckt, hat man auch so ein ganz kleines rotes Licht gesehen. Also bei mir leuchtet er rot, hier leuchtet er blau. Ich sehe gerade hinten auf der Rückseite leuchtet er im Mund auch blau oder weiß. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob tatsächlich am Ende da weiß leuchtet oder rot, weil wie gesagt, ich habe da ein rotes Leuchten gesehen. Wenn ihr euch das Set aufbaut, dann sagt mir gerne mal Bescheid, in welcher Farbe dieser Stein eigentlich leuchten soll, wenn er bei euch leuchtet. Ja, bauen ließ sich das Ding ganz gut. Es war ab und zu mal hier und da ein bisschen schwieriger, die Farben zu erkennen. Und zwar, wenn ihr in Braun baut und in Reddish Brown. Da muss man schon mal ein bisschen genauer hingucken, dass man nicht eventuell zum falschen Brick greift. Ansonsten hat man hier alles gut mit den 8 Bauabschnitten hinbekommen. Insgesamt haben wir hier 521 Bauschritte in der Anleitung. Ansonsten nicht zu bemängeln. Und wir haben natürlich auch hier noch ein paar Ersatzteile dabei. Sogar eine größere 4x4 Plate ist noch übrig geblieben. Ja, und sonst so ein paar Kleinigkeiten. Hier waren auch nochmal separat eingepackt in einer Tüte, die zu keinem Bauabschnitt gehörte, diese Achsen. Ihr seht, die sind hier zweimal übrig geblieben. Da waren nochmal separat zusätzlich zwei Achsen in der Länge von einem Vierer-Brick beigepackt. Davon verbaut man nämlich hier in dem Set insgesamt 4. Und vermutlich ist da beim Packen damals ein Fehler unterlaufen. Da wurden dann zwei von diesen Vierer-Achsen reingepackt und zwei von diesen, was ist das hier, eine Achter-Achse. Die braucht man nicht, dementsprechend sind die übrig geblieben und separat zusätzlich dazu gepackt waren nochmal zwei von den Viererachsen. Da ist es wahrscheinlich irgendwann aufgefallen, dass da falsche Teile zugepackt wurden. Zum Glück wurde es rechtzeitig bemerkt und alle Teile kamen bei mir an. Keine Fehlteile, es ist nichts
nichts kaputt dabei gewesen oder sonst was. Von daher, wenn ihr auf Dinosaurier steht und eventuell ein weiteres Set für eure Sammlung haben möchtet und noch keinen Triceratops habt, dann könnt ihr euch das Set eventuell kaufen, wenn ihr gute Nerven beim Bau mitbringt. Wenn er dann einmal steht, dann sieht er gut aus, dann fügt er sich mit Sicherheit auch gut in eurem Regal. Wenn jemand damit spielt, dann wird es gefährlich. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir dieses Review wieder angeschaut hast. Lass gern noch einen Daumen nach oben da. Wenn du irgendwelche Fragen oder sonst was hast, schreib es in die Kommentare. Schau gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es auch immer wieder irgendwelche Ankündigungen und sonst was von mir. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut und ciao.